Hallo Skorpion, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich bin sehr dankbar, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammen schauen, wie die Energie für dich für den Monat Mai steht, ja? Schauen wir mal zusammen, Skorpion. Ass der Stäbe ist rausgerutscht. Sehr viel Energie bei dir zu spüren, Skorpion. Viel Leidenschaft, viel Energie. Starke Energie, Skorpion. Also, wir haben eine starke Energie bei dir. Also, das ist eine Energie, die nicht von diesem Leben ist. Ja? Also, das ist eine Tatsache. Hinter dem Deck habe ich der Hierophant. Das ist einen wichtigen großen Arkana. Nummer 5. Sternzeichen Stier. Der Hierophant. Also hier können wir über die Religion reden, ja, die Religion, also verschiedene Religionen. Diese Karte spricht natürlich auch über eine religiöse Erziehung, über sehr viel Ego, ja, also die Erziehung, das, was wir in unserer Kindheit gelernt haben, von vorherigen Generationen, ja. Also der Hierophant spricht auch über diese Programmierung, ja, die Programmierung, mit der wir in diesem Leben sind. Das ist eine starke Energie gerade hier, Skorpion. Also diese Karte, wir können hier über so vieles reden, so vieles. Und ist einen wichtigen großen Arkana. Die Sache ist, wir reden nur bei dir. Also ich habe gerade gar keine Worte. Ich habe keine Worte. Ich weiß nicht, wie ich mich äußern soll. Also weil es kommen mir tausend Gedanken durch den Kopf tatsächlich gerade. Wir reden bei dir über eine wichtige Seelenverbindung. Du hast hier eine wichtige Seelenverbindung mit einer Person. Ja. Egal, ob diese Person jetzt deine eigene Mutter ist oder deine Schwester oder wer diese Person jetzt ist. Ja, wir reden hier über eine wichtige Seelenverbindung. Und wir wissen ja mittlerweile, es muss nicht immer über einen Wunschpartner reden. Aber ich lasse es halt jeder für sich, weil wir haben nicht das gleiche Leben. Ja, du hast hier eine starke Energie für den Monat Mai. Die Nummer 5 für den Hierophant spricht auch für den Monat Mai. Den Monat Mai. Diesen Monat wird für dich wichtig werden. Sternzeichen Stier, wie ich gesagt habe. Hier rede ich über ernste Kompromisse, über eine Hochzeit, Verlobung, eine Entschuldigung, eine Versöhnung. Hier rede ich über einen wichtigen Gespräch, tatsächlich. Wichtige Gespräche. Über Veränderungen. Die Nummer 5 deutet auf Veränderungen. Veränderungen in eine Beziehung. Veränderungen mit einer Person. Das ist hier eine Behörde. Wir können hier über eine Behörde reden.
über die Gesundheit reden. Ja, über irgendeinen Arzt, ein Arzt oder eine Person, die in einer Behörde arbeitet. Schaue bitte jetzt der Narr und der Hierophant. Zwei wichtigen großen Arkane. Wir reden hier über eine Befreiung. Irgendetwas ist hier. Oder eine Person, die riskieren möchte. Ich möchte mich trauen. Ich werde, ja, ich werde es irgendwie machen. Es gibt hier eine starke Energie, Skorpion. Wir schauen weiter. Es kommt hier eine ein wichtiges Gespräch, eine Sternzeichen Zwilling sieht man hier, Zwilling, Wassermann, Widder, Fische, Stier, Löwe. Wow, Skorpion, ich meine jetzt, wie soll ich das am besten sagen? Das ist eine starke Sache hier, schaue bitte jetzt hier. Also die Hohepriesterin in der Mitte, ich meine jetzt. Die Hohepriesterin in der Mitte und der Hierophant als Energie für den Monat Mai. Hier habe ich das perfekte Paar. Das sind zwei Menschen mit einer wichtigen Verbindung. Es gibt hier eine wichtige Seelenverbindung. Der Hierophant und die Hohepriesterin. Das Interessanteste sogar ist hier nämlich auch, Skorpion, das von unserem romantischen Orakel kam nämlich für dich auch, diese Karte deines Seelengefährten herbeirufen. Also wir reden, diese Karte hier, Skorpion, spricht über eine wichtige Seelenverbindung, ich meine jetzt. Ja? Ich meine. Ich bin wirklich, also ich sage dir ganz ehrlich, ich bin ohne Worte. Denn noch dazu kommt von diesem Orakel die Karte der Familie, aber nicht diese irdische Familie. Also nicht die Familie, die wir hier auf Erde haben, sondern eine Familie, die wir schon von einem vorherigen Leben haben. Da, wo wir gehören, also. Eine starke Energie. Eine starke Energie. Eine starke Energie, ja. Okay, Skorpion. Die Hohepriesterin hat auch viel mit Geheimnissen zu tun, ja. Die Hohepriesterin spricht über Geheimnisse. Situationen, die irgendwie nochmals im Geheimnis bleiben. Die Hohepriesterin ist eine sehr spirituelle Energie, aber ich meine, was soll ich dir hier sagen mit der Hierophant? Ich rede schon hier über eine spirituelle Energie, ja, viel Weisheit, extrem viel Weisheit. Das ist, was ich hier habe. Ich habe hier einen Lehrer. Also ich meine, Skorpion, wir reden ja auch für dich, ja. Ich meine. Das ist deine Energie, ja? Also hier habe ich mit einem Lehrer zu tun, einer Person mit sehr viel Weisheit, eine alte Seele, natürlich. Das ist eine alte Seele hier. Also die Hohepriesterin, nochmals, das ist eine Nonne hier, eine Person, die sich zurückzieht, eine Person, die in einem spirituellen Weg ist. Eine Person, die allein ist und gar kein Problem hat damit und auch weiterhin allein bleiben kann. Eine Person, die das Negatives und Positives beides integrieren möchte. Also die Hohepriesterin versucht, du siehst ja, das Schwarz hier, Schwarzes und Helles. Die Hohepriesterin versucht, diese beiden Energien zu integrieren, in sich zu integrieren. Das Negatives oder das Der Teufel und ja, also beides in eine. Das ist viel Weisheit hier. Die Karte, die diese hier blockiert, ist ein fünfte Schwerter. Fünfte Schwertern blockiert diese Hohepriesterin. Ich meine,
Wir reden hier über Situationen, die man vielleicht nicht vertrauen kann, oder es gibt hier mehrere Beteiligten vielleicht in dieser Situation hier, Skorpion, mehrere Beteiligten, Menschen, die reden, oder nochmals, weil fünfte Schwerter ist eine Karte, die mit den Gedanken auch zu tun hat, die Gedanken, aber auch mehrere Beteiligten, Konflikten mit anderen Menschen. Menschen, die reden, ja, also so eine Energie gibt es hier schon. Situationen, die man vermeidet. Ich distanziere mich von manchen Situationen. Du siehst ja die Nummer 5 und die Nummer 5, wiederholen sich. Ich spüre hier diese Veränderungen bei dir. Starke Veränderungen, Skorpion. In diese Blockade sind die Gedanken, die Kommunikation, ja, die Kommunikation, weil am Ende die Hohepriesterin ist sehr geheimnisvoll, ja, die Hohepriesterin ist geheimnisvoll. Die Hohepriesterin ist sehr weise, aber sie zieht sich zurück, sie kommuniziert nicht. Skorpion, wir holen uns mehrere Karten, weil ich bin mit deiner Energie extrem neugierig und tja, es ist eine starke Energie hier. Wir reden über vergangene Leben hier bei dir. Nochmals fünfte Schwerter. Gefurten. Die Karte der Wagen, Sternzeichen Krebs. Die Karte der Wagen, Nummer 7, auch eine spirituelle Karte, Energie. Die Nummer 7, eine spirituelle Nummer. Und eine Karte, die für Veränderungen auch spricht am Ende, ja. Also hier kann ich auch über einen Umzug reden oder eine Reise, eine spirituelle Reise sogar. Die Karte der Wagen, das Gefühl wäre, ich treffe eine Entscheidung, ja. Ich entscheide mich für einen Weg, ja. Und ja, ist eine wichtige Energie. Nochmals rede ich hier über. Also das Gefühl wäre auch, gerade sehe ich die Nummer 4, 4, 4 in meine Uhr, Skorpion. Die Nummer 4, 4, 4. Ich sehe eine Dualität hier. Ja, ich sehe eine Dualität. Genau, nicht besser gesagt. Also die Karte der Liebenden und die Karte der Waage. Die Karte der Liebenden ist auch auf dem Tisch. Ja, und diese Entscheidung ist hier. Also, oder, ja, weil die Karte der Liebenden und die Karte der Wagen spricht ja über eine Entscheidung. Ja? Hinter dem Deck Dream Machines. Dream Machines, also irgendetwas wie ein Traum ist hier. Das Wort Traum, ja. Ein Baby zeigt sich hier. Ja, ein Baby zeigt sich auf jeden Fall hier. Skorpion, ich muss dir schon sagen, es gibt schon eine Synchronisierung mit, gut, Synchronisierung. Also ich denke, du hast schon eine Verbindung zu Sternzeichen Krebs, ja. Das denke ich auch. Momentan ist die Energie sehr irgendwie interessant, würde ich irgendwie sagen, ja. Also ich spüre die, generell diese Energie. Also die Hohepriesterin ist begleitet nochmals mit fünfter Schwerter. Fünfte Schwerter zeigt sich bei dir in der Mitte zweimal.
Und die Nummer 5 kann ich schon bis dreimal hier sehen. Die Nummer 5, 5, 5. Also Skorpion, ich sehe schon hier bei dir klare Veränderungen in deiner Energie. Und dann kam von mir diese Karte, du siehst eine Landschaft. Das ist einen schönen Ort, vielleicht sogar einen Ort, wo man eine Kur machen kann. Ich gehe hin zum Erholen, also ich erhole mich. Es gibt hier so eine Situation. Denn ich habe hier einen Ort, das ist ein Arzt, es kann ein Arzt sein. Ich könnte hier so ein Gefühl haben, sogar. Also ich bin in einem Ort oder ich gehe zu einem Ort, wo ich erholen kann. Ich kann erholen und ich bin durch, das können hier Ärzte sein, Ärzte oder irgendwie, das Gefühl ist hier so ein bisschen, ja. Ich spüre eine besondere Energie hier bei dir. Eine Person, Skorpion, eine Person hier, die eine geografische Distanz hier hat, woanders lebt, in einem schönen Ort lebt. Diese Person hier lebt ganz allein, in Ruhe. Diese Person, wie gesagt, ist allein, ist allein und ist in einem spirituellen Weg und irgendwie, man hat hier Fragen, man macht sich hier Fragen. Oder ja, weil es gibt keine Kommunikation hier, sehr wahrscheinlich. Möchte man hier eine Reise machen? Möchte man hier etwas machen? Das ist der Grund, warum man hier jetzt etwas am Nachdenken ist. Die Gedanken sind da. Die Gedanken sind da. Eine interessante Energie, Skorpion, ja, bei dir. Schaue bitte jetzt mit 5 Schwertern und du siehst ja, 5 Schwerter zeigen sich in der Mitte bei dir zweimal. 5 Schwertern. Begleitet mit 4 Schwertern. Das ist ja nicht normal. 4 Schwerter, 5 Schwertern und eine Mutter mit einem Baby. Diese Energie hier bei dir, Skorpion, ist in einer Blockade. Eine Mutter mit einem Baby. Du siehst ja, ein Baby sieht man bei dir schon. Und irgendwie die Gedanken. Also ich würde sagen, bei dir zeigt sich sehr stark die Gedanken. Luftelement sehe ich hier sehr stark. Also die Gedanken. Eine Person ist hier sehr, sehr am Nachdenken. Eine Person möchte hier, ist hier am Nachdenken, möchte hier etwas machen. Oder vorerst sind wir in diese Gedanken. Und irgendwie hier, Skorpion, hat das hier auch mit einer Mutter und Kind zu tun. Zumindest zeigt sich hier diese Energie, Mutter und Kind. Mutter, Kind, ja. Also ich könnte hier jetzt gerade, Skorpion, Augenblick bitte, mit 2 verschiedenen Energien hier zu tun haben. Ich könnte 2 Energien haben. Eine Mutter und Kind und eine andere Person. Aber diese andere Person ist mehr ein Geheimnis. Ja, denn das könnte ich auch mit der Hierophant spüren. Also der Hierophant spricht auch über eine Person, die in einer familiären Situation sich befindet. Ich meine natürlich nicht immer, das weiß ich ja. Aber für eine Gruppe könnte ich schon darüber reden, ja. Ich befinde mich in einer familiären Situation. Ich habe sogar kleinere Kinder, Babys. Aber ich habe irgendwie ein Geheimnis. In deine Unbewusstheit, 4 Schwerter, ich meine jetzt. Skorpion, die Gedanken bei dir, stark, oder? 4 Schwerter wiederholt sich. 4 Schwerter, 4 Schwerter. 5 Schwerter, 5 Schwerter. Die Karten wiederholen sich. Die Karten wiederholen sich ständig. Und die Nummer 4 haben wir schon gesehen.
Die Nummer 444 in meine Uhr vorher. Ja? Schau mal bitte. 4 der Schwerter, 10 der Schwerter und Liebe ist die beste Medizin. Viele Schwerter bei dir, Skorpion. Viele Schwerter. Entweder hast du sehr viel Luftelement in deinem astrologischen Chart, dass du sagst, ja, ich habe sehr viel Luftelement. Ich bin schon eine Person, die sehr viel am Nachdenken ist. Ich denke sehr viel nach, ja. Das könnte man dann hier fischen, weil ich meine, das ist ja hier eine Sache. Also ich spüre sehr viel Schwertern bei dir. Oder die andere Person hat sehr viel Luftelement. Jemand zeigt hier stark viel Luftelement, ja. Sternzeichen Zwilling, Wassermann, Waage. Die Liebe, also es gibt hier irgendeine eine Enttäuschung. Du siehst ja, ich spüre hier irgendeinen Schmerz, einen Schluss mit der Liebe. Eine Situation hat man hier beendet. Diese Energie kann ich mit der Vergangenheit verbinden, ja. Dass man hier am Heilen ist. Ich heile eine Situation in der Liebe, ja. Das ist die Liebe, das ist die, ja, eine Enttäuschung irgendwie. Gefurte. Schaue bitte jetzt, Skorpion, in dein Bewusstsein, die Karte der Teufel. Ich muss dir sagen, bei Sternzeichen Krebs hatte ich diese Lesung bis viermal versucht, ja, bei Sternzeichen Krebs. Eine von diesen Malen hat Sternzeichen Krebs diese Karte, die Karte der Teufel, in der gleichen Stellung wie du. Ja, also die gleiche Karte in der gleichen Stellung wie du hatte Sternzeichen Krebs gehabt in eine dieser Versuchungen, die ich hatte. Sternzeichen Steinbock ist hier. Irgendwie ist eine Synchronisierung hier mit Sternzeichen Krebs tatsächlich. Ich spüre hier die Karte der Teufel begleitet mit zwei der Stäben und die Karte die Welt. Die Karte die Welt. Also eine geografische Distanz. Hast du hier mit einer Person? Muss das jetzt eine lange Distanz sein? In manchen Fällen nicht, aber diese geografische Distanz zeigt sich ja hier. Ich spüre hier eine starke Anziehung, aber wirklich eine starke Anziehung zu dieser Person. Ich meine, wir haben ja hier eine starke Seelenverbindung, das haben wir ja gesehen, oder? Also das ist schon mal hier bestätigt. Wir haben ja gesagt, dass du hier mit einer Person eine Verbindung hast, die nicht von diesem Leben kommt, ja? Also das ist wirklich so. Das ist bestätigt. Ich spüre hier diese starke Anziehung, aber ich muss dir schon sagen, ich sehe, entweder reden wir hier, dass zwei Menschen nicht nur verschiedene Nationalitäten haben, sondern die Religion oder sogar die Gedanken oder es gibt große Unterschiede hier zwischen zwei Personen. Große Unterschiede wie Tag und Nacht. Ist das ein Problem? Nein, gar nichts. Aber ich möchte nur sagen, dass die Karten das hier sehr stark deuten. Ja? Diese großen Unterschiede zwischen zwei Menschen. Äußerlich wie in der Erziehung oder kulturell, Sprache und so weiter. Sehr starke Situation und Religion und alles. Ja? Ich spüre hier, aber ich denke, für eine andere Gruppe könnte ich auch hier den Fall haben, aber das ist wirklich auch so für eine Gruppe, dass man in einer Beziehung ist. Ja? Eine Gruppe ist in einer Beziehung und eine dritte Person zeigt sich hier. Ja. Ich meine, das ist eine starke Legung hier. Ja, also, ich habe nämlich die Karte der Hierophant, die Hohepriesterin und der Teufel. Ja, also ich bin gerade, weil schau mal, ich habe nicht nur jetzt eine Energie, was mit Gott zu tun hat, das ist nämlich der Hierophant und die Hohepriesterin, das ist tatsächlich Gott hier auf dem Tisch, in dieser Legung. Aber dann habe ich nämlich auch den Teufel.
Weißt du, was ich meine? Also irgendeine Energie hier verhindert sogar, dass diese zwei Menschen zusammenkommen können. Also ich meine jetzt, man versteht ja, was ich meine, oder? Also, Skorpion, ja, verstehst du, was ich meine? Eine teuflische Energie, etwas teuflisch ist hier, was verhindert, dass diese zwei Personen zusammen, diese zwei Menschen zusammenzubringen. Denn das ist ein Paar, das perfekte Paar. Aber die sind nicht zusammen. Die sind nicht zusammen. Für mich gibt es eine dritte Person. Egal, wer die Person jetzt ist, weil manche verliert meine eigene Mutter. Aber irgendwie, man spürt hier eine Energie, die es verhindern möchte. Sei es mit einer negativen Energie, mit negativen Energien, und ja, ich rede schon über sogar Hexereien natürlich. Ja, Skorpion, wenn du nicht in Resonanz kommst, dann ist diesen Teil nicht für dich, aber du kannst es mir glauben, wenn ich dir sage, dass wir hier eine starke Energie für dich haben. Starke Energie. Und dass eine Energie hier verhindert, dass diese zwei Personen zusammenzubringen. Es gibt eine negative Energie hier. Es kann sogar mit einem Ex zu tun haben, natürlich. Einen Ex kann sagen, ich werde alles machen, damit du allein bleibst, damit du mit keiner Person zusammenkommst. Natürlich. Wow, 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 wow. Also ich spüre hier diese geografische Distanz. Zwei Menschen sind nicht im gleichen Ort. Eine Person ist hier am Nachdenken, sehr stark sogar. Das sehen wir überall. Jemand ist hier sehr stark am Nachdenken. Und man ist hier am Pläne machen. Man macht hier Pläne irgendwie. Schau dir bitte in deine Vergangenheit, sprich sogar für heute noch für dich. Ja, heute ist ab 6. April und die Legung ist ja für Mai. Rat des Schicksals. Ja, Sternzeichen Schütze. Aber ja, Fische spüre ich bei dir auch. Der König der Kerlchen, du siehst ja Sternzeichen Skorpion wie du. Krebs, Fische und Carpe Diem. Rat des Schicksals spricht ja über Veränderungen. 180 Grad Veränderungen spricht diesen Rat des Schicksals. Das ist ein Schicksal. Also wir reden über den Schicksal tatsächlich. Also irgendwie merkst du etwas hier, ja? Also ich merke hier, dass diese Situation, der Hierophant und die Hohepriesterin natürlich mit dem Schicksal zu tun hat. Mit einer wichtigen Seelenverbindung. Es gibt eine wichtige Seelenverbindung, die nicht von diesem Leben ist. Nicht von diesem Leben. Und natürlich, wie es sich auch gehört, ja, also wie es sich natürlich auch gehört, es gibt dann andere Energien, die vermeiden, dass diese zwei Personen zusammenkommen. Ich meine jetzt, zusammenzubringen. Warum sage ich, wie es sich auch gehört? Weil, nochmals, diese Energie ist nicht von diesem Leben. Das heißt, diese zwei Personen versuchen schon immer wieder, diese zwei Menschen versuchen es immer wieder, Leben für Leben versuchen diese zwei Personen zusammen zu sein. Und es gibt immer etwas teuflisch hier, die es vermeidet. Immer wieder. Ja, sei es, weil einem Ex zum Beispiel, egal bei wem, egal wie, und manchmal ist unsere eigene Familie, also ich lasse es einfach nur so gesagt, manchmal ist unsere eigene Familie, ja, für manche sogar deine eigene Mutter, Vater, ich meine, ich befürchte, manchmal ist das wirklich der Fall. Ich befürchte schon, wenn du eine Zwillingsflamme bist, wenn du Zwillingsflamme bist und oft ist das so, dass die eigene Mutter uns nicht liebt. Ja?
Warum das so ist, weiß ich nicht. Ich sage nur, dass in manchen Fällen kommen solche Situationen. Zwillingsflammen, es gibt den Fall, wo die eigene Mutter, ja, ich meine, ich mag das nicht mal zu sagen, aber es ist so. Sonst nochmals, einen Ex, denn es gibt hier sogar einen Flucht. Ja, es gibt einen Flucht hier. Also ich verfluche dich, damit du mit dieser Person nicht, nie kommst. Denn das ist hier etwas göttlich. Das ist was Göttliches hier. Und das ist der Teufel. Ja, ich hoffe, ich werde verstanden hier. Ich meine, die Energie ist einfach zu deutlich, oder nicht? Zu deutlich. Ich spüre hier schon eine Art von, ja, von Magie irgendwie. Ja, schaue bitte jetzt, Skorpion, in deine Zukunft einen Ritter der Stäbe. Begleitet mit der Karte der Turm. Etwas wird hier geschehen. Und diese Karte von mir, wo steht hinhören, also hinhören, die Ohrenspitzen lauschen, zuhören, horchen. Also etwas, es gibt hier eine Kommunikation. Wir reden hier über Kommunikation. Oder sonst, Skorpion, etwas erfahren wir. Oder es gibt eine Situation hier, die unerwartet ist. Unerwartet. Wir erwarten diese Situation nicht. Und wir reden über Veränderungen. Und jetzt schau mal bitte jetzt hier die Karte der Turm und die Karte der Hierophant. Und die Karte Rat des Schicksals. Du hast nämlich Rat des Schicksals in der Vergangenheit und die Karte der Turm in der Zukunft. Skorpion. Rat des Schicksals und die Karte der Turm. Du bist in Veränderungen. Und das kann man hier nicht vermeiden, denn das hat mit dem Schicksal zu tun. Also hier haben wir gar keinen Einfluss auf diese Situation. Die Veränderungen kommen und das ist schon sicher bei dir. Sicher. Ja, der Hierophant, der Turm, Rat des Schicksals. Alle drei Karten reden über Veränderungen. Abrupt, unerwartet. Aber auch es muss kommen, es muss so sein. Das ist hier, das Universum verändert, weil eine Situation nicht mehr so bleiben kann. Und jetzt kommt natürlich drauf an, Skorpion, worüber wir jetzt hier für dich reden. Was ist das hier für dich, für deine Situation? Das kannst in manchen Fällen nur du wissen. Ich sage in manchen Fällen, weil vielleicht weißt du es auch nicht mal. Denn wir reden ja über die Karte der Turm. Also von da aus, das ist hier abrupt unerwartet und in manchen Fällen weißt du gar nicht, worüber wir hier reden. Ja, genauso wie ich. Denn was kann das hier für dich jetzt sein? Das ist die Frage. Etwas wird hier den Boden bewegen, ja? Skorpion, wir haben bei dir sehr wichtige großen Arkanen. Extreme. Ich glaube, bis jetzt ist die wichtigste Legung, die ich habe. Also die Hohepriesterin, der Hierophant, Rat des Schicksals, der Turm, die Karte der Teufel. Wir haben bei dir eine starke Energie. Schaue bitte jetzt in deine Gefühle, sieben der Münzen. Eine Karte, die über, ja, man wartet, man ist geduldig. Diese Karte zeigt Geduld bei dir. Man hat sehr viel Geduld hier gehabt. Der Gehängte, Sternzeichen Fische. Nochmals viel Geduld. Also der Gehängte spricht hier auch, also bei wem hatte ich das? Bei Sternzeichen Krebs. Ja? Also nochmals rede ich, dass du mit Sternzeichen Krebs eine Verbindung hast. Das ist hier viel Geduld.
und mehrere Personen. Also vielleicht nochmals, mehrere Menschen sind hier beteiligt oder es gibt hier eine Person, die, ja, die ich immer wieder irgendwie treffe, in irgendeinem Ort. Ich sehe hier einen Menschen, die Sport treiben. Also es kann auch hier, ja, ein Fitnessstudio sein oder einen Ort, wo ich mehrere Menschen treffe. Diese Karte spricht über sehr viel Geduld, Skorpion. Sehr viel Geduld. Eine Person, die wartet. Das Gefühl wäre bei dir, dass du Veränderungen möchtest in dieser Situation. Du möchtest Veränderungen. Du möchtest eine Kommunikation. Du würdest gerne, ja, eine Kommunikation bekommen, dass sich etwas in der Situation verändert. Du würdest gerne hier. Ja, tatsächlich. Also das ist, was ich hier spüre. Diese Veränderung. Und nochmals, Skorpion, also mit Sternzeichen Krebs, ist hier eine Verbindung. Was du von außen ansiehst, siebente Schwerter, siebente Kelche und das Wort Tattoo. Hier ist das Wort Tattoo, Piercings. Ja, also. Hier haben wir natürlich mehrere Optionen. Oder eine Person hat hier eine Strategie, möchte etwas machen. Ja. Skorpion, du siehst, hier ist eine Person, die mehrere Verehrer hat. Ja. Oder mehrere Optionen sehe ich hier. Eine Person mit mehreren Optionen. Eine Person zeigt sich nämlich hier. Ja, mit mehreren Optionen. Ein Tattoo ist wichtig hier. Das ist irgendwie vielleicht eine Beschreibung hier, ne, von einer Person, aber. Schau bitte jetzt hier. Die Herrscherin zeigt sich nämlich auch bei dir. Die Herrscherin und die Karte der Mond. Du siehst ja, wir haben bei dir über eine Mutter vorher gesprochen, ja? Diese Mutter ist ja hier. Diese Mutter ist hier. Die Emotionen sieht man, die Intuition sieht man hier. Aber eine Stille. Eine Stille oder keine Kommunikation. Mit der Karte der Mond spürt man hier keine Kommunikation. Nochmals, dieses Geheimnis eigentlich, Skorpion. Viele Karten reden hier über Geheimnisse. Die Karte der Mond, die Karte die Hohepriesterin. Es gibt das Gefühl hier, ja. Aber nochmals, diese starke Seelenverbindung. Und dann kam dieses Foto. Vielleicht gibt es eine Ähnlichkeit mit einer Person bei dir. Oder du siehst so aus. Ja, das ist eine Beschreibung hier von einer Person. Ich spüre diese emotionelle Energie, aber diese starke Anziehung. Diese starke Anziehung ist hier. Skorpion als Ergebnis vier der Kelchen, begleitet mit Puppe der Schwerter und eine Reise. Hier sieht man eine Person in einem Schiff, also eine Person macht hier eine Reise. Eine Person ist mit der Situation nicht zufrieden, wie die Situation momentan ist. Ja, eine Person ist nicht zufrieden, fühlt sich nicht wohl. Ja, ist tatsächlich total unzufrieden. Das ist das Gefühl, was ich hier bekomme von jemand. Man beobachtet auch über Internet vielleicht oder. Ich beobachte, ich informiere mich. Ja. Schaue bitte, was ich hier habe, Skorpion. Ich könnte, also Feuerelement, du siehst hier, ich sehe hier diese Reise. Eine Person, die eine Reise machen möchte. Ja, diese geografische Distanz ist da.
Etwas werde, also etwas bekomme ich hier zur Information, etwas werde ich, es kommt hier eine Information tatsächlich. Also der Ritter, der Puppe der Schwerter, der Turm und diese Karte von mir. Und diese Karte hier, wo es steht, hinhören, die Ohrenspitzen, lauschen, zuhören, horchen, ja. Also immer wieder das Gefühl von, etwas werde ich rausfinden oder eine Information bekomme ich. Etwas bekomme ich als Information, das erwarte ich nicht. Etwas, was ich gar nicht erwartet hier. So fühlt sich die Energie bei dir, Skorpion, dass man das hier nicht erwartet. Und irgendwie, es kann hier mit so einer Reise zu tun haben. Eine Person, die dich besuchen möchte, Skorpion. Jemand möchte dich besuchen. Du erwartest diese Situation nicht. Und ich bin mir nicht so ganz sicher. Also das Gefühl wäre hier, ich möchte es nicht. Ja. Ich möchte immer wieder das Gleiche nicht. Skorpion, zum Beispiel jetzt, eine Person sagt dir, schau mal, im Monat Mai komme ich zu dir. Ich möchte zu dir kommen, ich werde dich besuchen. Aber du bist mit dieser Situation nicht unbedingt so sehr zufrieden, weil diese Person kommt immer wieder, aber diese Person ist vielleicht doch in einer Beziehung. Also das Gefühl wäre hier, ich bin mit der Situation nicht zufrieden. Das ist das Gefühl hier. Ich bin mit der Situation nicht zufrieden. Immer wieder das Gleiche, so ungefähr. Ja? Du bekommst hier eine Kommunikation, eine Nachricht. Eine Person sagt dir plötzlich, ich mache eine Reise zu dir. Ich komme zu dir. Skorpion. Feuerelement zeigt sich hier. Feuerelement, ja. Schütze überhaupt. Sternzeichen Schütze. Aber Löwe kann natürlich auch sein. Sternzeichen Löwe, Schütze. Skorpion wie du ist auch hier zu sehen, aber die Sternzeichen sind gerade nicht so wichtig. Skorpion, wenn ich dir ehrlich bin, das Gefühl gerade, was ich hier bekomme, es könnte mit, für eine Gruppe damit zu tun haben, dass eine Person ist in einer Beziehung, jemand ist hier ein Geheimnis, ja, also zum Beispiel, ich bin ein Geheimnis für eine Person ist in einer Beziehung. Und diese Person besucht mich ab und zu mal, so wie er oder sie Zeit hat, kommt immer wieder irgendwann und geht wieder. Und so ein Gefühl ist das hier. Also ich bin da für die Person, wenn die Person kommen möchte, bin ich bereit. Ja? Irgendwann geht die Person wieder, weil diese Person in einer Beziehung ist, verheiratet ist. Und ich denke mir, so wie es aussieht hier, Skorpion, es wird auch nicht, sich nichts ändern. Die Legung kann sich ja spiegeln für die Crosswatchers. Das Gefühl, was ich hier bekomme, ist das. Wir reden hier über Liebhabern, über eine dritte Person, sehr deutlich sogar, und das aber vielleicht für zwei Personen. Aber das Gefühl ist hier sehr stark. Und dass jemand, also ich würde sogar sagen, dieses Geheimnis, wenn ich die Liebhaberin bin, das Geheimnis bin, bin ich mit der Situation nicht mehr zufrieden. Eigentlich möchte ich gar nicht, dass du mich besuchen kommst. Weil ich bin nicht mit der Situation einverstanden, ja, dass du in einer Beziehung bist und immer wieder zu mir kommst, so wie es dir passt oder so wie es für dich gut ist und ich nur für dich vorbereitet bin. Das mag ich nicht mehr. Das Gefühl wäre hier, eine Person stellt sich auf eine klare Defensive, weil eine Person mit dieser Situation nicht zufrieden ist. Tatsächlich, Skorpion, ich spüre eine Person, die wirklich bis zu dir nach Hause kommt. Diese Person kommt bis zu dir nach Hause. Eine Person, die in einem anderen Land lebt oder in einem anderen Kontinent, in manchen Fällen. Also die Unterschiede hier zwischen zwei Personen sind groß, sehr große Unterschiede. Verschiedene Kontinente, verschiedene Sprachen und so weiter. Aber nochmals, eine Person, die verheiratet ist und so wird es auch bleiben, so wie die Energie sich zeigt, diese Person wird sich überhaupt nicht scheiden, nicht in diesem Leben. Ist das deine Zwillingsflamme? Ja, aber was kann ich dir da sagen? Was kann ich da machen? Man kann das nicht ändern. Weil das meine Zwillingsflamme ist, soll ich für diese Person mein ganzes Leben opfern? Weil dann rede ich über eine Opferung tatsächlich. Nein, musst du nicht.
Du musst dich in deinen spirituellen Weg weiterentwickeln, ja? Du musst weitermachen. Und diese Person ist mit seinem Karma beschäftigt. Das ist nicht dein Karma, ja? Also jeder mit seinem Karma, ich habe mit meinem eigenen Karma schon genug, ja? Dass ich auch noch den Karma von einer anderen Person teilen muss, ja? Das geht ja nicht. Ich meine, ist es kompliziert, ja, aber eigentlich der Grund, warum wir in diesem Leben sind, ist, damit wir dieses Loslassen lernen, ja. Wir müssen dieses Loslassen lernen. Es ist wichtig. Es geht nicht anders. Es geht nicht anders. Es geht tatsächlich nicht anders. Warum sage ich dir das, Skorpion? Weil ich spüre schon diese komplizierte Energie, die ich hier habe, spüre ich schon. Ich spüre schon, dass das hier stärker ist als du selbst. Es ist viel stärker als du selbst. Also das kann man manchmal nicht mal kontrollieren. Ist extrem kompliziert. Aber geht es? Es geht schon. Es geht schon, natürlich. Es geht alles. Ja, ich muss es aber wollen. Ich muss wollen, weil es geht schon. Es geht schon, natürlich. Ja, sonst, was heißt das dann sonst für mich? Ich muss mit meiner Zwillingsflamme, muss ich jetzt in dieser Co-Abhängigkeit bleiben oder in dieser toxischen Situation bleiben, weil meine Zwillingsflamme ist? Nein, nein, nein. Nein. Ja. Von Erzengel Michael kam für dich, du und deine Lieben sind in Sicherheit. Du bist in Sicherheit, Skorpion, du bist in Sicherheit und deine Lieben auch. Lass die Angst los jetzt. Die Angst loslassen und löse dich von der Situation. Löse dich von der Situation. Das Wort loslassen kommt hier oft aus. Löse dich von der Situation. Lasse die Angst los jetzt. Lass die Angst los. Also loslassen. Du bist beschützt. Ja. Ja. Und dann kam hier auch das Wartenswert. Das Wartenswert, ich spüre, du siehst ja, wir reden hier über Engel, also das ist ein Engel, also wir haben hier bei dir diese starke Energie, es ist eine starke Energie hier, eine göttliche Energie ist bei dir, Skorpion, eine göttliche Energie, ja? Mhm. Augenblick bitte, Skorpion. Eine Sekunde oder zwei. Ich bin da. Dankeschön fürs Warten. Ja, also genau, das ist die Energie für den Monat Mai. Natürlich, Skorpion, das kann auch einen sogenannten Freund sein, eine Freundin. Das ist eine jüngere Energie. Es kann auch ein Kind sein von dir. Wir wissen ja, oder? Das kann auch über ein Kind reden. Es muss nicht immer für einen Wunschpartner reden, deswegen sage ich immer, du kennst deine Situation, ja, weil das ist eine jüngere Energie jetzt, Puppe der Schwerter, aber ich sehe hier schon eine sehr dramatische Energie, sehr komplizierte Energie. Diese Person zeigt sich hier für dich im Monat Mai und nochmals, was ich hier spüre, ist, dass du mit dieser Situation nicht zufrieden bist. Du bist nicht zufrieden eigentlich, du willst das nicht haben. Und der Hierophant deutet auf klare Veränderungen. Ich rede hier über klare Veränderungen bei dir. Ja. Ja.
klare Veränderungen hier. Auf den Würfeln kam für dich Sternzeichen Jungfrau und die Nummer 12. Sternzeichen Jungfrau und die Nummer 12. Die Nummer 12 spricht wieder für der Gehängte. Die Nummer 12 und das ist ja Sternzeichen Fische. Du siehst ja, Sternzeichen Fische ist bei dir schon sehr stark zu spüren. Aber Steinbock, Skorpion wie du, Krebs auf jeden Fall, Stier, Waage, sehr stark nämlich auch Zwilling, Löwe. Die sind die Sternzeichen, die ich hier sehr stark spüre, ja. Die sind aber nicht so wichtig. Aber ich sehe nochmals hier diese Mutter. Eine Mutter. Veränderungen. Es kommen Veränderungen. Deutliche Veränderungen hier. Skorpion, ich bin am Nachdenken. Augenblick bitte. Ich bin am Nachdenken. Denn was ich denke ist, Skorpion, wie ich dir vorher gezeigt habe, die Rat des Schicksals, die Karte der Turm und der Hierophant. Also wir haben hier bei dir sehr wichtige, großen Arkanen. Und ich denke, deswegen sage ich, also diese Karte der Turm für dich im Monat Mai in der Zukunft, sind Situationen, die du möglicherweise gerade jetzt gar nicht so wissen kannst. Weil das ist jetzt abrupt, unerwartet. Und das ist was, das war Gefühl, was ich habe. Abrupt, unerwartet und das kann hier mit dieser Reise zu tun haben. Also es ist einfach deutlich. Und etwas, was man hier erfährt. Ich bekomme eine Information. Etwas erfahre ich hier. Und irgendwie ist etwas nämlich so. Ich könnte hier oben ein bisschen Enttäuschung denken. Skorpion, es gibt hier eine Enttäuschung oder so ein Gefühl ist hier. Irgendwie. Und für eine Gruppe, es kann hier so mit einer Mutter zu tun haben, ne? Schon mit deiner eigenen Mutter sogar. Das kannst du mir glauben. Oder sonst nochmals, weil ich sehe hier, du siehst ja, ich habe hier die Hohepriesterin und nämlich auch die Herrscherin. Ja, du siehst ja, ich habe hier mehrere Energien. Die Karte der Teufel und die Karte der Mond. Ich finde es minimum interessant. Die Energie, die sich hier bei dir zeigt, Skorpion, ist minimum interessant. Minimum. Denn ich spüre hier schon dieses Geheimnis. Es gibt hier ein Geheimnis tatsächlich, sicher. Und auf jeden Fall auch eine sehr starke Sexualität könnte man hier zu einer Person sehen. Ja. Für eine Gruppe ist das nicht der Fall, aber ich meine, das zeigt sich hier sehr extrem. Und für eine andere Gruppe sehe ich hier negative Energien. Eine negative Energie. Eine Person, die sogar sich mit Energien auskennt. Ne? Also ich kenne mich aus, mit Energien umzugehen. Ich weiß schon, wie ich das machen kann, damit ich deine Energie beeinflussen kann. Das ist das Gefühl hier. Also ja, Hexereien. Aber ich meine, die Hohepriesterin, der Teufel und die Karte der Mond ist minimum interessant. Ja? Und ja, es kommt jetzt darauf an, wie es für dich spricht, weil in manchen Fällen nochmals, es muss nicht mal von diesem Leben kommen.
dass diese Situation, die ich hier habe, von einem vorherigen Leben ist. Aber die Energie zeigt sich nämlich so bei dir. Sehr, sehr stark. Sehr stark. Wichtig für mich, lasse diese Situation los. Lasse diese Situation los. Das ist für mich wichtig hier. Oder löse dich von der Situation. Und du weißt, in welcher Situation du dich befindest. Du weißt schon, in welcher Situation du dich befindest. Löse dich von der Situation. Deutlicher ist das nicht möglich. Deutlicher ist das nicht möglich. Ja? Die Intuition ist wichtig. Ja? Die Intuition ist wichtig. Die Weisheit. Ich spüre bei dir sehr viel Weisheit. Ja? Diese Höhere, also diese Weisheit ist extrem hier zu spüren. Wirklich, Skorpion, ja. Also mir ist es ja klar, die Energie, die ich hier habe, ist nicht, dass ich habe hier mit Menschen wirklich alte Seelen. Alte Seelen, das ist hier deutlich. Menschen mit sehr viel Weisheit, natürlich. Das ist mir hier ziemlich klar. Ich habe keinen Zweifel hier. Aber du hast gerade diese Karten gesehen, die Karten, die für dich gekommen sind, hast du gerade gesehen. Und du musst schauen, was das hier, viele Schwerter, viele Gedanken und auf jeden Fall irgendwie eine Person ist sehr stark am Nachdenken, am Pläne machen, eine Reise will man hier machen, aber die Energie sagt irgendwie, sei irgendwie vorsichtig. Das ist, was ich hier verstehe. Wie die Legung sich jetzt spiegelt, weiß ich nicht. Aber die Energie sagt schon, sei vorsichtig. Ja. Weil, nochmals, man ist mit der Situation nicht zufrieden. So spüre ich die Energie. Skorpion, so spüre ich die Energie. Und nochmals, der Hierophant als Energie für dich, also du bist auf jeden Fall gesegnet, das kannst du mir glauben. Du bist gesegnet. Du bist beschützt. Das haben wir jetzt klar gesehen. Also von diesem Orakel kam für dich. Du und deine Lieben sind beschützt. Du bist beschützt. Du bist gesegnet. Von da aus, das ist schon mal sicher. Ja, es kommen Veränderungen auf dich zu. Das ist der Hierophant Nummer 5. Ich rede schon über Veränderungen. Und das ist, was ich hier spüre bei dir. Klare Veränderungen, weil du mit einer bestimmten Situation nicht zufrieden bist. Und diese Situation ist, dass eine Person hier natürlich in einem Kompromiss ist. Dass eine Person in einem Kompromiss ist. Stehen Sie schon Stier übrigens. Man ist mit dieser Situation nicht zufrieden. Nein, natürlich nicht. Also, Skorpion, das ist die Energie, die ich hier habe für den Monat Mai. Also, das ist tatsächlich die Energie. Ich denke immer wieder nach und immer wieder nach, aber ich komme auf nichts mehr drauf. Ich sehe hier tatsächlich eine Dreierbeziehung. Egal, wie ich mir die Sache anschaue. Und ich weiß, dass es gibt Skorpion manchmal, die sagen, das spricht für mich gar nicht. Und nein, es nimmt das nicht persönlich. Wenn du sagst, das spricht nicht für mich, ist nicht für dich. Aber es gibt hier schon eine Dreierbeziehung. Eine Person ist in einer Beziehung, etwas ist hier. Und das spricht natürlich nicht für uns allen. Aber die Energie zeigt sich. Ja, die Energie zeigt sich hier. Und das ist nicht von dieser Welt. Die Energie, die ich hier habe, ist nicht von dieser Welt. Haben wir Zwillingsflamme? Ja. Ja, aber soll ich meine Energie jetzt beschränken oder einfach in dieser Situation bleiben und mich nicht weiterentwickeln, weil die Person jetzt
Es ist kompliziert. Jeder für sich. Also jeder entscheidet für sich. Jeder entscheidet für sich. Skorpion, ich danke dir für deine ewige Unterstützung, für deine Likes, für deine Abos. Dankeschön. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche und wir sehen uns bald, ja? Dankeschön für deine Geduld. Danke, bis bald. Tschüss, Skorpion.